Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory. So, wir sind soweit. Wir haben, wie ihr sehen könnt, oben schon die erste Produktion hinstellen können. Das bedeutet, wir dürfen auch mal abreißen, nicht nur aufbauen. Na gut, abreißen nur wir zwischendurch auch mal, weil wir es falsch gesetzt haben. Aber in diesem Fall wird hier sicher ein bisschen aufgeräumt. Da. Produziert wird, den lassen wir mal stehen. Und wir haben nicht genug Platz im Inventar. Ah, ich hätte vor die Dinge, glaube ich, noch mal einzeln rausnehmen müssen, glaube ich. Oder nur einer dran. Ich habe da aber nur einer dran. Ja, dann müssen wir tatsächlich mal Stangen einlagern, statt sie auszulagern. Mal kurz. So, dann sollte es ja eigentlich passen. Müssen wir gucken, wahrscheinlich muss die hier mit angeschlossen werden. Extrem schnell reichen uns dann 60 die. Denke aber mal, ich werde erstmal nur zwei Produktionsbäcker anschmeißen, weil wenn wir weiter forschen, kommen ja noch unsere Minator Nummer 2, also K2, Mark 2. Einsatz. Da wird der hier eigentlich ja schon steht, auf 120 hoch gepusht. Das heißt, der kann natürlich zwei Dinger versorgen. Jetzt bauen wir das jetzt hier schlau lösen. Komm, mach dich weg. So. Ist denn schon was gemacht da? So, dann zieh die. Muss mir ladern zum Fehl. Nee. Ist ja noch mehr. Hier ist noch mehr Kalk ab. Oh. Na komm, weg. 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 Schütt dich jetzt weg. So. Ich hätte mir jetzt fast gedacht, so machen. Bisschen gezeigt. Wird dann quasi aufsetzen. Zwar nicht die schönste Form. So würde der quasi drauflaufen.
sieht ja wirklich bescheiden aus. Jetzt haben wir uns natürlich nicht gemerkt, wie hoch der war, ne? Ist der, obwohl wir den erst abgerissen haben, ist der jetzt zu teuer geworden. Und nicht mehr alle Materialien zurück. Jetzt auch runterziehen, aber dann passt das auf. Also machen wir es auf unsere altbekannten Art. Mit viel Laufen. Dass sie da noch was machen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass momentan die Ablagerung für Schwefelbauxit und Rohquarz, wenn das so in der Welt rumliegt, alles so ziemlich gleich aussieht. Aber der Rauch, das ist auch so geil gemacht, ne? Da mit seinen Begleitern immer schön alle Kreise über die Map zieht. Boah, ich hoffe nur, dass man das nachher wirklich alles auf den eigentlichen Server wieder mit rübernehmen kann und nicht, dass ich da wieder alles. Ah, die standen vorher, glaube ich. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Die haben jetzt auch ausgekriegt, dass die stehen. So, so. 10. Am besten kann man das machen, indem man einfach hier durchguckt. So. Ja, mir fällt jetzt das, was wir so unten gespart haben, haben wir jetzt hier oben. So, ist jetzt eigentlich schon mal Nummer 2 versorgt. Auch komisch aus hier mit den Feldern. Ich glaube, wir müssen da noch einen Fall dazwischen. So müssen wir noch ziehen. Jetzt kommt schon mal die zweite.
fließt noch immer gut nach, dass noch nichts zurückgestaut wird. So. Bauen wir mal ein bisschen was dazu, weil wir haben so viel. Warte, wir jetzt können wir wenigstens hier unsere Platte weiterbauen, ohne dass wir jetzt jedes Mal runterrennen müssen. Die dritte Bahn, die werden wir auch zum Laufen. Aber das erst später. So, jetzt könnten wir theoretisch beigehen. Auf der Seite bauen wir nachher die Sonderproduktion. Schwefel, Stahl und. Hast du nicht gesehen? Noch Produktion bauen? Bring hier ein Konstrukt. Schmelze. Ja, die Schmelze wird ziemlich nah an den Ausgangskontinent. Vielleicht mal genau. Auf ihren Stieg setzen. Sehr wenig Platz gelassen. Setzen wir sie halt so mit hier auf den Strich, dass er auf den Zoll Foundation steht. Dann genauso wie eine Produktion, das ist die äußere Journal. Ist denn das? Ach, ist klar. Man dann mit dem Beton verbinden. Quasi. Und so baut sich das natürlich jetzt immer weiter fort, bis wir natürlich alle Produktionen hier stehen haben, die wir brauchen. Jetzt da wieder auf. Wird jetzt hier. Eine Fahrstelle hochkommen mit Eisen. Was dann von unserer regulären Eisenmine herkommt. Zwei Stück. Müssen wir mal. Da zwei. 3. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann. Wir werden auch jetzt einfach ein bisschen Fallschaden annehmen. Noch so ein. Wir mussten ja den einen attacken. So, oben auf ihre 45. Weil der führt jetzt bloß 30. Das ist zu wenig. So, schön, dass er jetzt eben die genommen hat, der jetzt einfach verschwunden ist.
Geil, also den Bug haben sie noch nicht rausgekriegt, obwohl gestern Bugfix war. Naja. So, jetzt können theoretisch. Mal anfangen, ob die Platten zu produzieren. So nicht so ganz. Stein war so ein bisschen weg. Jetzt quasi hier, wo der Baum steht. Ey, das ist genau da, wo der Bruder Felsen steht. Was, wir müssen aber mit dem Felsen so ein bisschen rum. So quasi so. Können aber auch, warte mal, können auch gerade hochgehen. Das dann quasi hinterher wieder split nach links und nach rechts. Dann nachher hier rumkommen müssen. Vielleicht dann vielleicht direkt da. Wahrscheinlich wieder sehr bescheiden muss. Es geht aber. Wäre das wie schon mal hier kommen. Klar. Warum noch hier noch wegmachen? Welche Gruppe? Scheinbar. Und wenn quasi eigentlich gar nicht mal so schlecht.
versetzen. Nur gerade, ob das überhaupt Sinn macht, hier zu gehen. Bei den Ländern, die näher von da kommen, einfach hier runter und hier. Das ist ein kleines Hängerchen. Na. Das ist dann einfach. Eigentlich, wenn man das jetzt genau überlegt, ne? Wäre das eigentlich jetzt hier geradeaus hochliegen? Eigentlich das Metall? Kürzer, aber kommen wir ins Gift, sehe ich. Komm schon. Ach komm, dann machen die Meter auch nicht. Das ist schon zu viel. So ein Anschlusspunkt. Jetzt gar nicht so gut. Zu steil, sagst du? Okay. Gefällt ihm besser, gut. Also ob 4 Meter.
jetzt hier mit der sitzen müssen. So, jetzt haben wir still noch die Stadt. Ist das genug? So, jetzt kommen von da hinten vier Leitungen ein Stück höher gehen. Müsste man hier drüben schon die Leitung eigentlich hin, damit es gerade ist, höher legen. Das ist der untere quasi frei bleiben. Eine geht ja geradeaus. Zweite. So wäre dann quasi die Bahn für die erste Metall. Oh, da müssen wir gucken, da brauchen noch sehr viel mehr Metall vorkommen. Wenn ich jetzt hier noch zwei lege, dann haben wir gerade mal die Metallplatten da. Das sind ja noch für Stangen und Schrauben. Lerner Möglichkeit alles sie verpreisen abzwacken müssen. Was da nicht vielleicht doch besser wäre, zwei Vorkommen, Quatsch, zwei Produktionen oder drei in eine hier anzuschließen. Wie gesagt, dieses Prinzip habe ich vorher noch nicht. Früher hatte ich immer jede Produktion eine eigene Mine, aber das ist ja nicht auch. Schmelze, jetzt kommt. Wie viel gibt es Schmelze? 30. Das ist bei einer 60er Mine, können wir zwei Stück. M2 könnten wir 3 Minen schließen. Das sind alles 60er sind. Mark 2 kriegen wir doppelt so viel. Wissen ja. Mal.
Ist ja eigentlich schon klar, dass wir dann quasi drei Minen in einen Miner ballern, drei Schmelzen an eine Mine ballern. Dann ist das easy. So, dann halt gucken, dass wir jetzt demnächst dann. Ich glaube, der Miner MK2, der kam gerade auch erst, ja. Aber gut, man kann ja Leitung 202 versuchen. Dass man dann quasi die entscheidende letzte Leitung noch nicht, also die letzte Leitung noch nicht legen, quasi ins Gebäude führen. Das kommt wahrscheinlich erst in Stufe 6 und 3. Eieiei. Eieiei. Ja, gut. Dazu. Oh, die Folge hat ja schon Überlänge hier, sehe ich gerade. Ja, liebe Freunde, wie wir das jetzt im weiteren Vorgehen machen, werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.